Robert Luger von den Freiheitlichen ist am Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ja, also ich hoffe, man beruhigt sich jetzt wieder bei der sozialistischen Seite. Ja, das stimmt natürlich. Wer zahlt, schafft an. Es würde auch keiner auf die Idee kommen, dass man in einem Rechtsstreit den eigenen Anwalt von der Gegenseite aussuchen lässt und auch bezahlen lässt. Würde auch keiner auf die Idee kommen. Das heißt, wer zahlt, schafft an. Und das Problem haben wir ja in den USA, wo die Wirtschaft und der Geldadel sich die Präsidenten dementsprechend kauft. Man braucht dort bis zu 1 Milliarde, um überhaupt Präsident zu werden. Und dort gibt es keine Parteienförderung. Das heißt, wer zahlt, schafft an. Und wir sehen dann immer dann, wenn Präsidenten ins Amt kommen, dass sie nachher natürlich dann auch die Gesetze machen, die vorher von den Sponsoren gewollt wurden. Und wenn dann die SPÖ hier rauskommt und dann auf die ÖVP zeigt und sagt, dass hier möglicherweise etwas gekauft wurde, dann möchte ich nur mal wissen, wie das bei Ihnen ausschaut, liebe SPÖ. Wo doch die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer Ihnen permanent ins Handwerk pfuschen und permanent Dinge vorschreiben und wo Sie auch keinen Ingenieure haben, das auch tatsächlich im Parlament zu vertreten und wo Gesetze 1:1 von der Gewerkschaft geschrieben werden. Und deshalb sage ich Ihnen eines, für mich ist natürlich die Parteienförderung eine gute Sache, weil ich erlebt habe, wie es ist, wenn ein Milliardär im Hintergrund die Fäden zieht. Und ich weiß, dass das nicht gut ist. Denn letztlich sollten die Abgeordneten nur einem verpflichtet sein, nämlich dem Bürger. Und wenn der Bürger über die Abgaben zahlt, das in einer sehr transparenten Form und auch für jeden nachvollziehbar, dann ist der Bürger das, was er auch laut Verfassung sein sollte, nämlich der Chef im Haus. Und entscheidet darüber, was die Abgeordneten, was die Parteien zu tun haben. Und wenn es so ist wie bei den Neos, wo 1,2 Millionen Euro bezahlt werden von Herrn Haselsteiner, hat er übrigens auch zugegeben, 1,2 Millionen, dann ist meine Frage, wer hat 1,2 Millionen, um es einer Partei zu geben und will nichts dafür? Wer ist so edel? Und wenn jemand 1,2 Millionen zu viel in seiner Geldtasche hat, dann spendet er höchstwahrscheinlich eher für die Dritte Welt oder für sonst Bedürftige. Aber sicherlich nicht für eine Partei wie die Neos. Und deshalb, wenn Sie mit dem Finger auf andere zeigen, da kann ich Ihnen nur sagen, kehren Sie mal vor der eigenen Tür. Und für uns ist es wichtig, dass die Parteienförderung transparent ist. Natürlich können wir über die Höhe reden, keine Frage. Und das werden wir auch im Ausschuss. Wir werden im Ausschuss über die Höhe reden, ob das sinnvoll ist, ob möglicherweise hier neue Regeln gemacht werden müssen, keine Frage. Aber mir ist es 100-mal lieber, wenn der Bürger derjenige ist, der zahlt und auch dann dementsprechend anschafft, als es sind Oligarchen oder Milliardäre oder Sonstiges im Hintergrund. Denn wie Sie wissen, habe ich da schon einige Erfahrungen gesammelt und nicht zum Positiven. Und noch etwas zu Ihnen, Herr Strolz. Wenn Sie da uns vorwerfen, dass wir unsere Wahlversprechen vergessen haben oder dass hier Nebenabsprachen passiert sind oder Sonstiges, dann frage ich mich, sind Sie Hellseher? Woher haben Sie denn das? Woher wissen Sie denn das? Haben Sie denn einen Baum zu stark umarmt, der es Ihnen geflüstert hat? Oder woher kommt das? Das heißt, warten Sie mal ab, ob es eine Regierung gibt, wo die Freiheitlichen sich beteiligen werden. Das ist ja noch gar nicht sicher, das wird sich jetzt weisen. Und wenn es eine gibt, dann kann ich Ihnen versprechen, dass es eine gute Regierung sein wird. Und es wird vor allem eine gute Regierung sein deshalb, weil wir als einzige Partei niemals von irgendjemandem Spenden angenommen haben und nur einem einzigen verpflichtet sind, nämlich dem Wähler und sonst niemanden. Und da können Sie sich mal etwas abschneiden davon.